Kleines Bilderrätsel. Was sieht man? Richtig. Zwei Halunken. Das ist der eine Halunke. Hier oben, schön. Und ich bin der andere Halunke, weil ich habe den Halunken auf den Boden gepfeffert in Viernheim und seitdem ist die ganze Seitentesterei so ein bisschen in Stocken geraten. Ich hatte nämlich ursprünglich eigentlich vor, dass ich, wenn ich die neuen Kellen habe, dass ich mit denen im Prinzip da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe, weil ich der Meinung war, hi, dass der alte Rahmen und der neue Rahmen ziemlich identisch wären und das wieder so eine Werbescheiße wäre, hier neue Materialien und so. Ist aber tatsächlich so und ich muss wirklich sagen, selbst der Rahmen hat sich geändert. Also da ist einiges passiert, sprich, ich habe auch wieder ein bisschen von vorne mit dem Testen anfangen müssen. Habe ich auch gemacht, habe auch viel gefilmt, bin nur noch nicht dazu gekommen, das Ganze fertig zu machen und zu basteln und zu schnibbeln und so. Kommt aber jetzt und deswegen jetzt erstmal so ein bisschen Geplapper hier, was alles so los ist, was vielleicht kommt, wenn hier gleich noch irgendwas steht. Okay. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall, es werden vorkommen, weil ich habe gespielt die Focus Hex 1.23 in Schwarz. Ich habe die Blindtest 11 Seite gespielt und ich habe die vom Kirschbaum-Experten Array handgefertigte Tiger Bite Kombi Hybrid gespielt. Ab Status jetzt kommt noch die Hex in 1.18 dazu. Und nochmal meine bis jetzt favorisierte Hybrid aus der Soft Touch und der Hepta Twist. Und dann geht es hier hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger los. Das Ganze werde ich dann, wie ich das schon mal einmal angefangen habe, dann auch mal schriftlich zusammenpacken, was eine Bewertungsskala oder so anbelangt. Und dann hoffe ich, dass ich dann doch endlich mal was finde, weil, ja. Weil langsam ist ja kurz vor Saison und vielleicht sollte ich mich langsam auf irgendwas einigen. Von daher sagt der eine Halunke Tschüss, der andere liegt einfach vor einer Ecke. Tschüss.